Der KS Player, ein Funnel, der zwar nur 18 Euro kostet, aber dieselben Sachen verspricht wie Köpfe, die normal deutlich, deutlich teurer sind. Ob er das Ganze auch halten kann, was er verspricht, das gucken wir uns heute in diesem Review an. Ja, mein Köpfchen läuft schon und ich würde sagen, bevor wir richtig einsteigen, zeige ich euch erstmal, wie ich genau diesen Kopf hier gebaut habe. So, bauen wir uns erstmal ein Köpfchen in dem KS Player. Ich schnappe mir erstmal meinen Tabak und wie immer rühren wir den Tabak erstmal um. Wir schnappen uns das Köpfchen, wiegt übrigens 300 Gramm der Kopf, was ein doch sehr hohes Gewicht, vor allem für seine Größe ist. Depotform ist etwas besonders, weil wir diese nach außen gehende Lippe haben. Da gehen wir dann aber gleich nochmal genauer drauf ein. Erstmal schaufeln wir hier einfach Tabak rundherum ins Köpfchen. Dann gucken wir nur noch, dass wir den Rand ein kleines bisschen frei machen, dass nichts zu sehr in der Mitte liegt und dass all der Tabak gleichmäßig verteilt ist. Warum ich den Rand frei mache, erkläre ich euch auch gleich nochmal im Review, aber die Kopfform ist dafür doch sehr, sehr gut geeignet. So sieht das gebaute Köpfchen dann aus. Den Rand, wie gesagt, ein kleines bisschen sauber gemacht, beziehungsweise ein kleines bisschen den Tabak vom Rand weggestrichen. Ungefähr randhoch hier das Ganze gebaut. So, wir testen noch die Passform der zwei gängigsten HMDs. Einmal der Kalaut und einmal der Nacrani. So, der Nacrani schließt perfekt mit der äußeren Lippe ab. Also das sitzt wirklich wie eine 1. Der hat vielleicht, ich glaube, nicht mal einen Millimeter nach außen. Also Nacrani sitzt extrem geil. Jetzt testen wir noch den Kalaut und auch der sitzt wirklich optimal. Also auf jedem, den ich da habe, sitzt sowohl der Kalaut als auch der Nacrani absolut perfekt drauf. Genau so soll es sein. Ja, und so können wir uns das ganze Ding jetzt auch schon anschmeißen. So, und nachdem ihr den Kopfbau gesehen habt, kommen wir zu ein paar Daten und Fakten. Es ist auf jeden Fall erstmal ein relativ kleiner und unscheinbarer Kopf. Wenn man ihn dann aber in die Hand nimmt und merkt, dass das Ding 300 Gramm wiegt, dann merkt man auf jeden Fall schon mal, dass da doch einiges hinten dran steckt. Made in Germany Qualität wird uns versprochen und das fühlt sich auch auf jeden Fall so an, als bekommen wir das. Und das fühlt sich nicht nur so an, sondern das merkt man auch vor allem beim Gewicht, wie wunderbar die Smokeboxen drauf passen. Und zwar so gut, wie ich das bei fast noch keinem Kopf davor gesehen habe. Also man hat das nochmal immer mal, wenn Köpfe handgemacht sind und der Player wird handgemacht in Deutschland, dass da mal ein paar Köpfe dabei sind, wo das dann vielleicht nicht perfekt drauf passt und irgendwie mal eine kleine Kante oder eine Ecke drüber guckt. Beim Player 4 verschiedene Colorways habe ich da und bei keinem hat die Smokebox nicht super gut drauf gepasst. Der Kopf verspricht so einiges für 18 Euro und nachdem ich ihn jetzt einige Wochen getestet habe, kann ich sagen, er hält sehr, sehr viel davon. Es ist wirklich eine hervorragende Qualität. Es ist eine ordentliche Masse, die der Kopf mitbringt. Made in Germany ist er. Und das Ganze in so einem kleinen Formfaktor, dass er sowohl auf kleine Pfeifen sehr gut passt, als auch auf große Pfeifen sehr gut passt. Mit einem Depot zwischen 18 bei, ich sag mal, sehr groben, nicht so ultrafeuchten Tabak und bei sehr feuchtem und sehr feinen Tabak kann das auch gerne mal 23, 24 Gramm werden. Aber er wäre auf jeden Fall perfekt für die 25 Gramm Regelung, die uns ja Mitte nächsten Jahres erwartet. Kopfbau war sehr, sehr angenehm. Ich habe euch ja eben schon angeteasert, ich mache den Rand immer ein kleines bisschen frei, weil der Kopf nach außen ein bisschen wegläuft. Das bedeutet, wenn man da ein klein bisschen den Tabak in die Mitte schaufelt und den Rand schön frei lässt, kann man es schaffen, dass die Schlitze von eurem HMD oder die Löcher von dem HMD so liegen, dass sie perfekt am Rand von dem Tabakdepot anfangen. Das heißt, auch wenn der Kopf nach außen hin wegläuft, würde ich nicht bis ganz nach außen den Tabak bauen, sondern diese kleine Lippe dafür nutzen, dass da die Luft schön rein kann, dann durch den Tabak geht und dann in der Mitte im Funnelloch landet, nachdem möglichst viel Molasse auf dem Weg verdampfen konnte. Ihn gibt es in vielen Shops und in einigen Shops davon kann man ihn sogar auch noch mit SWG 10 kaufen. Zum Beispiel bei Shisha Union oder dabei ohne, kriegt ihr dann sogar nochmal 10% Rabatt. Das sind bei 18 Euro zwar nur 1,80, aber dann sind wir halt schon fast bei 16 Euro für den Kopf. Ein Funnel mit 300 Gramm Made in Germany für 16 Euro. Ich glaube, das ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Jetzt ist die Frage, schafft er denn das ultimative Rauchvergnügen? Und da kommt für mich ein kleiner Haken. Das Tabakdepot ist relativ schmal, aber normal tief. Für mich persönlich wäre es ein bisschen flacher und ein bisschen breiter noch besser. Das heißt, wir haben noch mehr Angriffsfläche für die heiße Luft, die am Tabak vorbeigeht, um möglichst viel Molasse zu verdampfen, um möglichst Rauch zu produzieren und auch möglichst viel Geschmack mitzunehmen. Merkt man das im Alltag?
kaum. Ich würde sagen, es gibt einige Köpfe, wie zum Beispiel die Harmony Bowl oder sowas, wo mir die Form vom Depot noch ein bisschen lieber ist. Maximal 5% macht das aus. Und da kann man sagen, für 16 Euro muss man nur minimale Abstriche machen und die merkt man wirklich fast gar nicht. Also ich hätte super gerne den Player mit dem Tabakdepot meiner Wahl. Also ein kleines bisschen breiter, ein kleines bisschen flacher und dann wäre das Depot für mich perfekt. Aber auch so wie das Depot ist, ist es ein sauguter Kopf und das für einen übertrieben guten Preis. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie das KS macht. Einen Made in Germany Kopf mit 300 Gramm Material, coolen Colorways, schöner Glasierung, bis jetzt kein Bluten. Ich habe einige Köpfe in den letzten paar Wochen drin geraucht, bis jetzt noch kein Bluten gehabt, dass sie den für 16 Euro verkaufen. Ich frage mich wirklich, wie das geht oder ob die anderen einfach ein bisschen zu viel Geld nehmen. Weiß ich aber nicht. Jedenfalls ist für mich klar, dass man mit dem KS Player einen süßen kleinen Kopf bekommt. Es gibt sehr viele verschiedene Colorways. Einige davon ein bisschen wilder als die anderen. Was aber immer wild ist, sind die Namen der Colorways. Die haben dann sowas wie Sonnenblumenkerne und sowas. Also die Namen sind ganz wild. Ich nenne die einfach nur Weiß-Blau, Blau-Weiß und Orange-Weiß. Keine Ahnung. Und das ist schon echt ein geiles Angebot. So, ich puste euch nochmal ein bisschen Rauch entgegen. Dann könnt ihr die Rauchentwicklung sehen. Bei mir gibt es übrigens gerade den Spylean von Hooker. Obendrauf habe ich 2,5 Kohlen und die Stimu am Laufen. Ich denke, bei der Rauchentwicklung muss ich gar nichts mehr dazu sagen. Der Kopf will sich messen mit dem Haifen, mit dem Vandenberg und vielen anderen Köpfen, die auch made in Germany sind und uns auch sehr viel versprechen und wo sich die Community schon einig ist, dass die auch sehr viel abliefern. Und nachdem ich den jetzt einige Wochen geraucht habe, kann ich überzeugt sagen, macht er. Also die Tonqualität, die Verarbeitung, die Passform vom Kalaut, das alles für 18 Euro und made in Germany, ist schon ziemlich beeindruckend. Also wenn es bei mir nach Preis-Leistung geht, ist der KS Player, glaube ich, meine neue absolute Lieblingsempfehlung, weil für 18 Euro kann man da bei einem Kopf, den man mit HMD rauchen will, einfach nichts falsch machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne Daumen nach oben oder sogar ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal, eure Shisha-WG.